Unsere Ankunft in Madrid war an einem Karfreitag und da in der Semana Santa, nämlich in der Osterwoche, in allen Vierteln in ganz Madrid und ich vermute überall, wo eine Kirche steht, Prozessionen abgehalten werden, wo die Christus- und Marienfiguren durch die Straßen getragen werden, wollten wir uns unbedingt eine ansehen. Deshalb nahmen wir den Bus über Cibeles zum Neptunbrunnen, sahen uns am Prado um sowie die gegenüberliegende Kirche an und erkundeten das Barrio Las Letras mit seinen vielen Restaurants und Tapas-Bars von traditionell bis modern. Und in der Basilika wurden dann schon die Vorbereitungen für die Prozession getroffen, die wir uns dann ab 19 Uhr ansehen konnten. Schräge Musik dazu für unsere Ohren. Und deshalb unterlege ich auch dieses Video mit typischer Musik aus diesen Prozessionen. Das machen die jetzt wohl während der Restauration, ne? Also Busfahren in Madrid ist nicht viel anders als Busfahren in Rom. Genauso temperamentvoll, schnell und so. Und das ist jetzt der Cibeles-Brunnen. Und wenn du hier rechts runter gehst, kommst du zum Ende. Ah, und dann steigen die auch hier rein. Und das ist Cibeles. Aha. Und jetzt die nächste. Coincidente con línea 14, 37, 45. Paseo del Prado. Aquí. Also das Prado wird restauriert. Dann wenden wir uns mal dem Herrn Goya zu. Der guckt sich das alles an und wie das richtig. Ist eine Rubens-Ausstellung. Die haben wir näher. Dann sieht man, dass am Karfreitag die Museen geöffnet haben. Also Ausmaße Prado Museum sind schon nicht schlecht. Vor allen Dingen diese mini kleine Werbung für die Rummels-Ausstellung. Wie heißt das? Hieronymus? Hieronymus.
Más izquierda atrás.